Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warships. Und wir fahren heute mal wieder die japanischen Kreuzer, und zwar die Kuma. Denn passend zum aktuellen Event sind die Kreuzer ja im Angebot und deswegen würde ich ganz gerne zumindest die Furu Taka mir holen. Vielleicht sogar die Tage irgendwann auf die Aoba kommen, mal schauen. So genau weiß ich das noch nicht. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Event aus dem Kopf heißt. Die Kunst des Krieges oder sowas? Irgendwas mit Samurais, japanisch, Gedöns. Von wegen auf der Entfernung und auch im Nahkampf gefährlich. Ja, das stimmt in der Tat. Wobei, also ehrlich gesagt finde ich zumindest rein vom bisherigen Gefühl die Amerikaner ein bisschen stärker, was das anbelangt, was die Kreuzer anbelangt. Ich finde zwar die Torpedos tatsächlich auch gefährlich von den japanischen Kreuzern. Keine Frage. Aber so insgesamt empfinde ich die immer als ziemlich weich, die Schiffe, und als gern gesehenes Ziel. Weiß ich nicht, warum ich die so nicht stark einschätze. Wahrscheinlich habe ich da einfach noch keine schlechten Erfahrungen mit den Dingern gemacht. Aber ich habe schon oft genug gehabt, dass mich ein Amerikaner zusammengeschossen hat. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass ich selber die Amerikaner schon mehr gefahren bin und da ein bisschen weiter bin und weiß, dass die auch gut Schaden machen können. Bei den Japanern ist das ja nicht so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die bisher noch nicht so stark eingeschätzt. Kann mich natürlich auch wirklich sehr stark täuschen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Kreuzer ihr besser findet oder welche Nation euch insgesamt besser gefällt und warum. Das würde mich immer interessieren. Ich persönlich fahre ja wirklich ganz gerne lieber die Amerikaner bis jetzt. Ich finde zwar, beide Nationen haben ihr Für und Wider, aber bei den Amerikanern, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, gefällt mir einfach besser, dass die Artillerie leistungsfähiger ist, sowohl bei den Kreuzern als auch bei den Zerstörern. Ich meine, die Zerstörer, das hatte ich ja auch in einer der letzten Folgen gesagt, die kann man eigentlich eher als Kanonenboote bei den Amerikanern sehen. Und ja, deswegen finde ich die da eigentlich ganz nett. Ich finde persönlich das ganze Spiel mit der Artillerie ein bisschen flexibler, als wenn man jetzt sich nur auf die Torpedos verlässt. Aber die Kanonen sehen schön aus. So, wenn man da so reinguckt, mit diesen goldenen. Das sind keine goldenen Verzierungen, das sind wahrscheinlich, ist bestimmt irgendwie Kupfer. Kupfer wahrscheinlich auch nicht. Was könnte das sein? Messing? Messing ist auch zu weich. Welches Metall könnte das sein? Oder ist es einfach nur eine Legierung? Ich weiß es gar nicht. Oder es ist einfach gar nicht der Realität nachempfunden, sondern es ist einfach so, dass sie das da so komisch verzieren. Also, Kupfer und Messing wäre zu weich. Vielleicht Bronze. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Da und hinten haben wir eine Murmansk. Und wir haben sehr kurzreichende Torpedos. Aber wir haben AHE-Geschosse, die ja jetzt wirklich relativ stark sind. Ja, die Kuma hat auch eine ganze Menge Kanonen. Das finde ich ganz nett an der. Leider haben die halt echt nicht so einen wirklichen Durchschlag. Beziehungsweise nicht so viel Damage. Murmansk, komm schon. Was ist denn das eigentlich für eine Tierstufe, die Murmansk? Eine Fünfer. Ein Fünfer Kreuzer. Fünfer Kreuzer? Ein Fünfer Kreuzer? Ist es schlimm, dass ich jetzt nicht weiß, was für ein Kreuzer das ist? Ich kann ihn gerade echt nicht zuordnen. Auf jeden Fall hält er nicht viel aus. Ist es der russische Premium-Kreuzer oder so? Kann das sein? Ich treffe halt einfach gar nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Ich falle jetzt auf den rauf. Das reicht mir. Jetzt reicht's. Enough is enough.
Ah, nicht so gut geschossen, oder? Nee, ich glaube nicht so gut geschossen gewesen. Vielleicht trifft eine. Buff, yay. So, mein Freund. Oh, er schießt mal zurück jetzt. Basisverteidigung at its best. Junge. Ich werde einfach auf Torpedoreichweite fahren. Da war ein Torpedo. Ich wäre sogar auf Torpedoreichweite gerade. Haha. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. So viel Damage incoming. Ist aber auch gut, dass sie sich jetzt rammen. Kann ich da ein paar Torpedos langhauen? Unable to maneuver? Das ist doof. Das ist wirklich sehr ungünstig. Nein! Enemy cruiser destroyed. Nein, ich will nicht den Berg rammen. Stop it! Don't hit the isle. Oh. Treffer! Mit meinen Torpedos habe ich ihn böse erwischt. Darf ich mich jetzt reparieren? Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr reparieren. Aber ich würde mich ganz gerne doch reparieren und wegfahren. Warum? Warum? Eine Omaha, Alter. Warum ist die da hinten? Warum bist du denn da? Tut mir leid, also ich verstehe es nicht, warum Leute so weit an der Kartengrenze rumdümpeln. So unfähige Leute, ey. Ich denke mal, wir sind gleich hin. Jetzt wieder auf HE. Au, 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 au. Natürlich brenne ich sofort wieder. HE ist das Ziel. Ich bin gleich ausgebrannt. Schade. Schade, schade. Ah, Mann, spielt bitte nicht selber so, dass ihr euch am Kartenrand rumdümpelt. Ich finde das absolut scheiße. Eine Omaha ist ein T5er, ja, und dümpelt da so ganz, 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 ganz weit hinten an einem Kartenrand. Warum macht man sowas? Lässt halt einfach C unbeaufsichtigt. Und die Omaha ist wirklich geil und die hat einen Mega-Schaden und hält auch gut was aus noch. Im Gegensatz zu Cleveland ist die echt... ein ziemliches Monster, wenn die Top-Tier ist. Aber gut, man kann natürlich auch einfach scheiße spielen. Aber wie leicht die Furataka einfach weggenascht hat. Und das sind Fünfer. Die Furataka scheint mir nicht so gut zu sein. Naja, egal. Darf man sich nicht weiter darüber ärgern. Warum auch immer die Torpedos so bescheuert geschossen hat. Warum stelle ich die Frage eigentlich? Wir haben ja gemerkt, dass er ein Idiot ist, wenn er die ganze Zeit hinten steht.
Oh, er dreht aber rein in die Torpedos. Warum macht er das? Er dreht halt echt rein in die Torpedos. Lol, warum macht man sowas? Egal. War ein Loss. Eigentlich relativ klar. Guck mal, wer da ganz oben steht. Furataka hat ja gar nichts gerissen. Omaha auch nicht. Das war der Typ gerade hier, ne? Das ist genau das Ding. Warum machen die denn nichts? Warum machen die denn nichts? Ah ja, egal. Gucken wir mal unseren Schaden an. Oh ja, 25.000, 30.000, 35.000. 35.000 ungefähr mit dem T4er. Das ist okay. Ist jetzt kein St. Louis, aber ich finde es in Ordnung. Ich finde die Kuma nach wie vor ganz nett. Ich finde, die hat eine ganz ordentliche Artillerie. Dafür, dass er auch noch mit Torpedos bewaffnet ist. 140mm Kanonen hat die. Ist jetzt natürlich kein Vergleich zur St. Louis. Die ist übrigens T3. Die hat 152mm Kanonen. Aber die ist auch unfassbar OP. Die ist wirklich gnadenlos overpowered, das Teil. Was habe ich das denn? Was ist denn das? Es sind Belohnungen eingetroffen. Ehret den Helden. Ach, ich habe Flaggen. Yay, Flaggen. Was ist das für eine Flagge? Minus 5% zum Preis der Schiffsreparatur. Das ist ziemlich cool, das zeige ich euch mal. Dann kann man hier so Flaggen und Wimpeln reinhauen. Und die sind dann da. Und das sind dann Boni, die man hat. Auch. Und die sieht man auch im Spiel. Das finde ich ziemlich cool. 20% zu dem im Gefecht verdienten Kreditpunkten. Kreditpunkten. Weiß ich noch gar nicht, auf welches Schiff ich das raufpacke. Ich weiß auch nicht, ob man das ausbauen kann. Automatisch auffüllen. Ach nee, das ist immer pro Runde, ne? Das ist, glaube ich, immer pro Runde oder sowas. Erstes Blut. Automatisches Auffüllen. Ja, hält nämlich immer noch für ein Gefecht. Aber ich finde es cool, dass man die so mit Wimpeln, mit so ne, Signalen bestücken kann. Das sieht auch toll aus und das kriegt man eben nebenbei für die Achievements. Und sowas gibt es bei WoT leider nicht. Solche Personalisierungen, ne? Aber gut, ich würde sagen, das war es dann erstmal von dieser Runde, von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen da und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, euer Ryu. Tschüss.